Bei schlechten Druckergebnissen hat sich meistens in den meisten Fällen ein Etikett auf den Druckkopf gelegt. Wir müssen den Druckkopf reinigen. Wir entfernen vorne den Tintenbalken mit Halterung und sehen innen ein Etikett, das sich auf den Druckkopf, verklemmt hat. Wir entfernen das Etikett vom Druckkopf, sodass die Zahlen zu sehen sind. Wir montieren den Tintenbalken wieder und rasten ihn ein. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.